Heute erfahren wir die Geschichte von Mandy S., wie ihr Weg zum Islam war. Viele fragen mich bis heute, warum ich zum Islam konvertiert bin. Es ist bekannt, dass ich eine der größten Islamkritikerinnen war, habe diese Religion gehasst und bei jeder Gelegenheit versucht, schlecht zu machen. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Zuerst möchte ich mich deshalb bei allen Muslimen, welche ich damit verletzt habe, entschuldigen und um Verzeihung bitten. Es tut mir aufrichtig leid. Wie kam die Kehrtwende? Allah leitet recht, wen und wann er will, oft durch Vermittler. Eines Tages wollte ich mir die Lutherbibel im App Store downloaden. Auf meinem Display erschien groß die Empfehlung für Telegram. Ich dachte mir, okay, mal schauen, wer sich da so rumtreibt. Kaum registriert, sah ich bei Kontakten eine Person, mit welcher ich mal in Facebook diskutierte. Es herrschte tiefe Feindschaft zwischen uns. Ich bin erschrocken und schrieb ihn an, woher er meine Nummer hat. Er war bei mir unter Unbekannt gespeichert. Zumindest kam so der Kontakt zustande. Wir diskutierten Tage und Nächte lang über den Islam und das Evangelium. Beide total überzeugt von unserem Weg. Nie hatte es jemand auch nur ansatzweise geschafft, dass ich beginne zu zweifeln. Natürlich erschienen mir schon länger manche Dinge in der Bibel paradox, aber man nahm es halt hin, über 20 Jahre lang. Verteidigte alles stur. Ich fasste immer mehr Vertrauen zu ihm. Die Konversation war stets sehr respektvoll. Ich begann ihn zu mögen. Aber wie kann ein strenggläubiger Moslem menschlich so toll sein? Das passte nicht in mein jahrelang durch Hetze eingeprägtes Weltbild über den Islam. Eines Tages hatte er eine Bitte. Ich sollte Allah bitten, mir mein Herz und meine Augen zu öffnen. Danach eine Rezitation anschauen. Werde diesen Moment nie vergessen. Ich spürte plötzlich totale Ruhe in mir. Es fühlte sich so richtig an, als wäre ich angekommen. Ehrlich gesagt, wollte ich es ungern zugeben, habe mich versucht dagegen zu wehren, hatte Angst, vor allem Jesus zu verlieren, ihn, den ich bis dato als Gott sah. Aber da war noch mehr mein Versprechen, den Koran zu lesen. Dies wollte ich einhalten und begann damit. Es war komisch. Gefesselt ließ ich Sure für Sure. Plötzlich ergab so vieles einen Sinn. Fragen wurden beantwortet, welche in der Bibel offen blieben. Und sogar Jesus wurde so oft erwähnt, liebevoll, nicht erniedrigt durch Juden. Ich war glücklich. Systematisch näherte ich mich zum ersten Mal Gott. Allah. Ich empfand plötzlich Gottesfurcht, Dankbarkeit. Aber zum ersten Mal begriffen, dass das Paradies nicht selbstverständlich ist. Allah gewisse Dinge fordert. Und nein, er verlangt nichts im Vergleich dazu, was er uns in Al-Jannah schenkt. Ich erlernte das Gebet in arabischer Sprache. 5-mal täglich betete ich. War es anfangs eine große Umstellung und Belastung, ist es inzwischen wunderschön. Wunderschön, meine Zeit mit Allah. Ob Gebet, Dhikr oder Dua, ich blühe dabei auf. Meine Tränen laufen. Aber mein Herz, mein Puls ist ganz ruhig. Ich fühle mich endlich vollständig, aufgehoben, beschützt, dankbar, einfach auf dem richtigen Weg. Ohne jegliche Zweifel.
Alhamdulillah, stolze Muslima. Möge Allah mich zu einer rechtschaffenen Dienerin machen, mir helfen, viel Wissen anzueignen, mich bewahren vor allem, was mir in meiner Religion schadet, und besonders all meine Lieben auf den richtigen Weg bringen. Amen.